Seit Wochen diskutiert die Politik über eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern in die Ukraine, jetzt mit neuem Zündstoff. Aus einer Sitzung des Verteidigungsausschusses hat offenbar jemand geheime Details an das Portal T-Online weitergegeben. Darunter heikle Informationen, was eine Lieferung für die deutsche Verteidigungsfähigkeit bedeuten würde. Dorte Färber hat mehr. Geheim stand an der Tür des Verteidigungsausschusses am Montag. Und doch sind Details der Sitzung an die Öffentlichkeit gekommen. Der Generalinspekteur der Bundeswehr soll bei der Aufklärung über das Taurus-System gesagt haben, dass es nur begrenzt technische Anlagen zur Aufbereitung von komplexen Daten gebe. Wenn sie der Ukraine geliefert würden, stünden sie der Bundeswehr nicht mehr zur Verfügung. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses hat Anzeige wegen Geheimnisverrats erstattet. Also ich kann jetzt nicht aus der Sitzung sprechen, denn sie war geheim. Es wurden einfach einige Sätze aus der Sitzung raustransportiert. Und das ist offenkundig auch getriggert dadurch, dass jemand möchte, dass Unsicherheiten entstehen. Der Kanzler lehnt die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper ab. Dass Deutschland bei Abgabe von Taurus in seiner eigenen Verteidigungsfähigkeit beeinträchtigt werden könne, hatte er dafür bisher nicht als Grund genannt. Scholz selbst äußert sich inhaltlich weiter nicht. Vor seinem Flug in den Nahen Osten nur so viel zum Verteidigungsausschuss. Geheimnisverrat ist etwas, was nicht stattfinden darf. Und deshalb ist es immer richtig und auch in diesem Fall richtig, dass dem nachgegangen wird. Warum aber sind die Informationen durchgestochen worden? Die CDU hat da eine Vermutung. Die Interessenabsicht dessen, was da ausgeplaudert wurde und dann mit eigenen Bewertungen vermischt wurde, ist ja eindeutig inhaltlich. Das soll die Position des Kanzlers stärken. Das ist der eindeutige Zweck dieser Durchstechereien. Der Kanzler schweigt aber zum Inhalt der geheimen Informationen und allen Mutmaßungen über seine Beweggründe der Taurus-Ablehnung. Diana Zimmermann in Berlin, wie beeinflusst dieser Verrat die Taurus-Diskussion? Erstmal ist es ein neues, wirklich schwieriges Kapitel in dieser Diskussion. So kurze Zeit nach dem abgehörten Gespräch der Offiziere gibt das Land wiederum den Eindruck ab, dass es die Zeitenwende nicht so ganz verstanden hat, wenn solche Informationen an die Öffentlichkeit dringen. Inhaltlich stellt sich natürlich die Frage, wem nützt diese Durchstecherei? Wir haben es gerade gehört, Norbert Röttgen lenkt den Verdacht in Richtung der Kanzlerpartei. Denn wenn es tatsächlich so ist, dass die eigene Verteidigung Deutschlands darunter litte, wenn wir Marschflugkörper und die dazugehörige Datenverarbeitung in die Ukraine schickten, dann hat der Kanzler mit seiner Weigerung, die Taurus zu liefern, natürlich ein neues, starkes Argument. Man muss an dieser Stelle vielleicht auch noch mal sagen, dass im Verteidigungsausschuss auch AfD und linke Abgeordnete sitzen und auch die gegen die Taurus-Marschflugkörperlieferung sind. Was im Raum hängen bleibt, ist, dass irgendjemand ein neues, starkes Argument gegen die Taurus-Lieferung ins Spiel bringen wollte. Dazu wird die SPD gerade scharf kritisiert, weil Fraktionschef Mützenich erstmals vom Einfrieren des Krieges sprach. Ja, das gab im Bundestag Kopfschütteln bei der Außenministerin und beim Koalitionspartner insgesamt empörte Reaktionen, besonders heftige von der Union, die der SPD vorwirft, mit diesen Positionen Wahlkampf betreiben zu wollen. Lars Klingbeil hat sich heute nach der SPD-Vorstandsklausur geäußert und Rolf Mützenich sehr massiv in Schutz genommen. Er hat sich schwer irritiert gezeigt von den Vorwürfen gegenüber Mützenich. Deutschland leiste so viel Hilfe an die Ukraine wie kein anderes europäisches Land und Mützenich besorge dafür die notwendigen Mehrheiten in der Fraktion. Tatsächlich ist es trotzdem so, dass die SPD mit diesem Kurs durchaus auf Zustimmung bei vielen Wählern, besonders im Osten, hoffen kann. Und auch in der Taurus-Frage stehen 59% der Deutschen hinter der Position des Kanzlers. Das ist in den meisten anderen Fragen dieser Tage ganz anders. Vielen Dank nach Berlin, Diana Zimmermann. Bildungsministerin Stark-Watzinger möchte, dass junge Menschen in Schulen besser auf Krisen und den Kriegsfall vorbereitet werden, zum Beispiel mit Zivilschutzübungen. In Ländern wie Großbritannien gehörten Übungen für den Katastrophenfall an Schulen zum Alltag. Davon könnten wir lernen, sagte die FDP-Politikerin den Funke-Zeitungen. Die Linke hat bei der Wahl in Thüringen am 1. September einiges zu verlieren, denn dort stellt sie mit Bodo Ramelow ihren einzigen Ministerpräsidenten in einer Minderheitsregierung mit Grünen und SPD. Aktuell hat sie dabei ein schwer einschätzbares Problem.
das Bündnis Sarah Wagenknecht, das sich von ihr abgespalten hat. Auf ihrem Parteitag in Ilmenau bekräftigte Die Linke ihren Regierungsanspruch. Anna Buchschwendner berichtet. Noch regieren sie. Noch hat Die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow in Thüringen ihre letzte große Bastion. Doch beim Programmparteitag in Ilmenau wissen sie, dass dieses Wahljahr schwer wird. Natürlich ist das, was mir in Gesprächen begegnet, Sorge und auch ein Stück weit Angst vor dem, was am 1. September kommen kann, aber eben auch viel Mut und Hoffnung. Minderheitsregierung ist kein Zustand, das strebe ich nicht an. Was ich möchte, ist ein Vertrauensbeweis durch Wählerinnen und Wähler. Doch die Konkurrenz wächst. Gestern gründet sich der Thüringer Landesverband des Bündnisses Sarah Wagenknecht mit großen Ambitionen und der langjährigen Linken Katja Wolf, die nun für das BSW antritt. Ihr Anspruch? Zeigen, dass es besser geht, dass es anders geht, dass es politische Optionen gibt und dass es eine Alternative zur Alternative gibt. Mit uns muss man rechnen in Thüringen und darauf freue ich mich sehr. Zwar noch kein Wahlprogramm, inhaltlich aber auf ähnlichen Themenfeldern wie Die Linke unterwegs. Und das BSW schöpft mit zwei ehemaligen linken Bürgermeistern auch aus deren Personalpool. Wir haben einen Aderlass in der Nachfolgegeneration, was nach Bodo Ramelow für Die Linke zur Verfügung steht. Gerade was die Erfahrung angeht, ist das ein großer Verlust. Und so addiert sich das BSW zu den schon vorhandenen Problemen. Die rot-rot-grüne Minderheitsregierung festgefahren, im Landtag immer wieder von CDU und AfD überstimmt. Auf dem heutigen Programmparteitag Zweckoptimismus und Festhalten an altbewährtem, soziale Politik und Bodo Ramelow. So sah das bisher meist aus, wenn die sogenannte letzte Generation für mehr Klimaschutz protestierte. Doch weil die Klebeaktionen viel Wut und Kritik auslösten, gehen die Klimaaktivisten jetzt andere Wege. Heute Mittag um 12 riefen sie in 10 Städten zu ungehorsamen Versammlungen auf. Stefanie Hein. Sie wollen eine andere Politik. Die Klimaaktivistinnen und Aktivisten der selbsternannten letzten Generation sitzen heute, wie hier in Berlin, wieder auf der Straße. Sie wollen sich zwar nicht mehr ankleben, aber trotzdem stören und so für mehr Klimaschutz kämpfen. Wir sind hier und wir bleiben auch hier so lange, bis unser Recht anerkannt wird auf eine lebenswerte Zukunft. Und wir können uns doch nicht leisten, Angst davor zu haben, uns auf die Straße zu setzen. Und deshalb werden wir uns nicht festkleben, damit hoffentlich auch die restlichen Menschen dieser Gesellschaft den Mut dafür finden. Dafür hatten sie heute an 10 Orten deutschlandweit aufgerufen, auch hier auf Rügen. Es kommen keine Menschenmassen, doch dafür ganz verschiedene Umweltverbände. Hier geht es konkret um das nahe Flüssiggasterminal. Weil das LNG-Terminal in Mukran nun langsam richtig Fahrt aufnimmt und bald in Betrieb gehen wird. Das ist zumindest unsere Befürchtung. Und die letzte Generation plant ja heute auch einen Protest. Und deshalb sind heute auch wir von Fridays for Future hier. Doch die Mobilisierung größerer Gesellschaftsgruppen ist schwierig. Die letzte Generation hat sich in den letzten beiden Jahren als eine radikale Flanke positioniert. Und damit erreicht man die Breite der Gesellschaft nicht. Wenn man jetzt versucht, die Mitte der Gesellschaft anzusprechen, funktioniert das erwartbar nicht besonders gut. Laut Polizei haben in Berlin etwa 125 Menschen demonstriert. Rund 220 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz. Vor 30 Jahren etwa galten Menschen, die leidenschaftlich Computer spielten, als seltsame Nerds. Doch mittlerweile ist Gaming längst ein Massenphänomen und ein Milliardenmarkt. Und Rituale von damals werden wiederbelebt. An diesem Wochenende findet in Köln die erste Gamescom LAN statt. Heißt, hunderte Spielfreudige schleppen ihre Rechner in eine Halle, um gemeinsam exzessiv zu zocken. Heiko Rams. Es weht ein Hauch Festival-Feeling durch die Kölner Messehalle, nur eben in der Gamer-Variante. Hier wird gezockt statt gefeiert. Über 2000 Gamer treten an. Jüngere wollen die ganze Nacht durchspielen. Einige Ältere gehen es gemütlicher an. Hast du vor, heute und morgen zu schlafen? Ja, auf jeden Fall. Aber im Hotel tatsächlich, weil ich mir gedacht habe, in einer Halle mit 1000 Leuten, das gönne ich mir nicht. Das ist mir zu viel LAN-Party denn. Sonst wäre es mal ein Durchmachen gewesen. Ich probiere ohne Schlafen. Außer von meiner Rückfahrt Sonntagabend und dann Montag zurück werde ich vielleicht schlafen. Aber ich würde es ausnutzen, hier zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass wir so viel zocken werden und so viel Energy trinken werden, dass für Schlaf gar kein Platz mehr da ist. Für den Fall, dass die Müdigkeit aber doch zu groß wird, haben einige ihren Schlafsack und Isomatte dabei. Es gibt sogar einen Ruheraum und Duschen, eben wie bei einem Festival.
Die Hochzeit der LAN-Partys war vor rund 25 Jahren. Damals, als noch nicht jeder zu Hause Internet hatte und man sich persönlich treffen musste, um gegeneinander zu spielen. Ein Gamer-Veteran ist heute noch dabei. Ja, ich denke, der Ursprung, warum ich heute hier bin, ist, dass ich ein Gamer durch und durch bin, seit ich ein Kind bin und auch früher viel auf solchen LAN-Partys war, ob zu Hause, in den Ferien oder dann auch in solchen Hallen später, als ich erwachsen war, zum Zocken. Bis morgen Nachmittag wird durchgespielt. Erst dann heißt es Game Over. Den Deutschen wird ja eine ganz spezielle Beziehung zum Wald nachgesagt. Grund genug für drei Museen im Rhein-Main-Gebiet, dem Phänomen nachzugehen. Sie wollen zeigen, dass ein Wald viel mehr ist als eine Ansammlung von Bäumen. Ökologie, Kulturgeschichte und Kunst greifen ineinander. Das Senckenberg-Museum, das Romantik-Museum, beide in Frankfurt am Main, und das Zinklerhaus in Bad Homburg zeigen ihren jeweils ganz eigenen Blick auf den Wald. Inken Klinge war da. Dieser Wald hat Stress. Das zeigt eine Videoinstallation, die den Atem der Bäume sichtbar macht. Etwas weiter können Besucher den Duft des Waldes riechen. Der Wald in all seinen Facetten, als Ort der Erholung und als bedrohtes Stück Natur, abgebrannt oder auch von Demonstranten besetzt. Es geht darum, also ausgehend von wirklich sehr aktuellen Fragen, nämlich da zum Bestand der Wälder und zur Frage auch der großflächigen Zerstörung von Wäldern, wie wir unser Verhältnis zur Natur und zum Wald überdenken können und anders gestalten können. Die Ausstellung in drei Museen in Frankfurt und Bad Homburg zeigt, dass sich in der Zeit der Romantik der Blick auf den Wald veränderte. Vom Ort des Schreckens, der vor allem Brennholz lieferte, hin zum Fleckchen für wunderbare Naturerlebnisse. Besonders gefällt mir, dass man ein paar Einblicke hat, wo eigentlich unser Begriff vom Wald herkommt. Überhaupt ein Naturverständnis muss wieder intensiviert werden. Die Bedeutung muss den Menschen klar gemacht werden und der Wald ist prädestiniert dafür. Ökologie und Kunst verband Josef Beuys, als er Anfang der 80er Jahre in Kassel während der Documenta 7000 Bäume pflanzte. Auch das ist Teil der Ausstellung Wälder, die bis Mitte August zu sehen ist.